Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute mal ein nur relativ kurzes Statement bringen. Der Wochenrückblick wird diese Woche ausfallen. Wir hatten gestern eine etwas größere Familienfeier und da kam im Nachhinein die Frage auf, wie toll es doch sei, dass man Rechnungen für ein solches Fest heute bargeldlos zahlen kann. Und da frage ich mich, ob man sich da nicht über etwas freut, in das man hineinbugsiert worden ist. Warum ist es so toll, bargeldlos zu bezahlen? Ja, weil man keine große Summe an Bargeld mit sich rumtragen muss. Ich persönlich würde sagen, wenn man immer weniger wertiges Bargeld auf den Markt wirft, wenn es keine 500-Euro-Scheine gibt, 1000-Euro-Scheine hat es nie gegeben, dann muss man natürlich sehr viel Geld mitbringen, wenn man in 50er oder in 100ern eine große Rechnung begleichen wollte. Hätte man große Scheine, dann hätte man zwei, drei Scheine dabei und es wäre auch kein großer Aufwand, entsprechend zu bezahlen. In dieser Beziehung ist man also schon sehr stark in Richtung bargeldlosen Zahlungsverkehr eingenordet. Ich hätte auch grundsätzlich gar nichts gegen bargeldloses Zahlen, wenn es denn anonym möglich wäre. Das Interessante beim Bezahlen ist nämlich, dass ich einen Gegenwert liefere, ohne über den Gegenwert hinaus weitere Informationen liefern zu müssen. Derjenige, dem ich etwas bezahle für eine Dienstleistung, muss nicht wissen, wer ich bin, muss auch nicht wissen, was ich sonst noch so gekauft habe. Und es muss auch niemand Drittes wissen, was ich sonst noch so einkaufe. Und umgekehrt ist es dasselbe. Letzten Endes, derjenige, der eine Zahlung entgegennimmt, muss auch nicht nachweisen können, von wem er diese Zahlung hat. Ja, ich weiß, Geldwäsche und alle mögliche Art von Kriminalität möchte man so angeblich aufklären. Aber ich sage mal, diejenigen, die im großen Stil finanziellen Betrug durchführen, die finden ihre Wege auf ihre Art und Weise. Da könnte man vielleicht in der ein oder anderen regierenden Funktion sitzenden Person Anregungen bekommen, wenn man das möchte. Aber anderes Thema. Ich glaube nicht, dass man da wirklich eine sinnvolle Prävention auf die Beine stellt, weil man ja weiß, was alles transparent wird oder nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, diese Transparenz der Zahlungen, das sind Daten, die können auch noch nach Jahrzehnten eingesehen werden und in Kontexte gestellt werden. Was auch immer die Zukunft bringen mag, es kann immer mal die Frage auftauchen, Sie haben aber im Jahr 2024 noch das und das zahlen können. Oder wieso verfügten Sie damals über und so weiter. Und dann wird man sich, auch wenn man sich gar nicht mehr daran erinnert, weil es im Grunde vielleicht auch eine gar nicht so außergewöhnliche Zahlung aus der persönlichen Perspektive war, rechtfertigen müssen. Und Rede und Antwort stehen müssen gegenüber jemandem, der alle Daten über einen vorliegen hat. Dann hat man vielleicht aus einer Familienkasse etwas überwiesen oder was auch immer man gemacht hat, dann heißt es irgendwann vielleicht, ja, jemand, der damals über so und so viel Geld verfügt hat, hat in dieser Verbindung eben hier jetzt etwas Relevantes gemacht. Und das, finde ich, kann sehr negativ enden. Und das Ungleichgewicht liegt daran, dass man selber überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, mit den eigenen Daten in dieser Art und Weise umzugehen, diese so präsent zu haben, wie jemand, der im Rahmen einer Recherche auf solche Daten kommt und irgendwelche Schlüsse daraus zieht. Also, kurz und knapp. Nicht das Bargeldlose ist das Problem, sondern die erzwungene Transparenz gegenüber Dritten. Eine Dienstleistung einer Bank, die mir erklärt, wo ich Geld sparen kann, wo ich anders kaufen kann, halte ich für eine übergriffige Lenkung. Ich beauftrage mein Bankinstitut nicht dafür, meine Ein- und Ausgänge zu analysieren. Dass sie das im Hintergrund eventuell trotzdem tun, halte ich für übergriffig. Auf der einen Seite jedes Mal im Internet auf jeder Seite alle möglichen Cookies bestätigen, 1000 Formulare für alle möglichen Unterschriften für den Datenschutz leisten. Auf der anderen Seite offene Scheunentore gegenüber Institutionen und Staaten, deren Vertrauen bei mir unter dem Nullpunkt liegt. Das ist für mich das Problem. Ich vertraue diesem Staat, dessen Institutionen nicht. Ich habe als
Demokrat als Staatsbürger eine gesunde und natürliche Skepsis gegenüber der Macht und den Mächtigen und ich erwarte von ihnen Rechenschaft und erwarte, dass sie mich ansonsten in Ruhe lassen, wenn ich nicht nachweislich etwas Strafbares tue. Und der reine Geldverkehr ist für mich kein Grund, dass der Staat alle Türen geöffnet hat, um mich in jeglicher Hinsicht durchleuchten zu dürfen. Das ist mein Problem. Und das fängt da an, wo man 500-Euro-Scheine nicht mehr im Gebrauch hat, wo man Bargeldbeträge deckelt, die noch ausgetauscht werden dürfen, über Landesgrenzen gebracht werden dürfen, etc. Und für mich gehört eigentlich das Gegenteil hin, praktikable Bargeldmöglichkeiten auch für jene schaffen, die mit großen Geldmengen umgehen möchten. Wenn ich ein Haus kaufe, dann weiß jeder, dass ich dieses Haus gekauft habe. Ich muss im Grundbuch eintragen, etc. pp. Das ist kein Geheimnis. Mit was für einem Geldmittel ich das Haus bezahle, hat den Staat nichts anzugehen. Ja, das so ein bisschen meine Gedanken aus Anlass einer gar nicht so hohen, aber simplen Zahlung, die getätigt werden musste. Und da würde mich interessieren, ob ich das allein so sehe, ob das andere anders sehen und was es da tatsächlich für Begründungen gibt. Vielleicht das Einfachste ist natürlich immer, ja, wir brauchen einen starken Staat. Vielleicht gibt es auch andere Begründungen für das Abschaffen von Bargeld, die mir noch nicht so auf dem Schirm sind. Bin mal gespannt. Also, alles Gute. Bis demnächst. Servus. Nisi, nisi, donenum, sedificaverit tua, medificaverit tua.